Edgar Allan Poe ist Ihnen sicherlich allen bekannt, mit seinen fantastischen Geschichten. Er hat auch einige Gedichte geschrieben und hat sich in seinen Gedichten und in seinen Geschichten sehr stark inspirieren lassen von den Märchen und Mythen der antiken Welt, aber auch der nachantiken Welt. Und sein Gedicht Märchenland bringt zum Ausdruck, wie stark er von diesen Märchen inspiriert worden ist. Ströme und dunkle Täler und Tiefen in wolkengleichen Wäldern versteckt, deren Formen uns ganz verdeckt, weil sie von bleiernen Nebeln triefen. Riesige Monde, die wachsen und schwinden des Nachts, drüber her ohne Unterlass, von deren Atem frostig und nass die Sterne erlöschen oder erblinden. Ihr Kern sinkt auf die Bergespitzen, doch ihre Lichtkreise wogen schwer über dem großen Wäldermeer und dringen in alle Schlünde und Ritzen, bis alle Irrgänge weit und breit umsponnen sind von Müdigkeit und sie des Schlafes Leidenschaft umfängt mit zaubertiefer Haft. Des Morgens aber entschweben die Mondeshüllen wirr zerflossen zugleich mit den Stürmen und erheben sich gleich riesigen Albatrossen, die in den Lüften als getrennte Atome wieder herniederfallen und so nie ruhende Elemente in einem ewigen Zirkel wallen und auf ihren zitternden Schwingen zur Erde Himmelsspuren bringen.